Ich bin der Flamur Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 in 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben hier ein paar Kisten und Bälle. Und es soll jede Kiste gleich viel Bälle drin. Jetzt würde es aufgehen, wenn wir vier Bälle pro Kiste reintun, reinlegen, ja, also vier Bälle pro Kiste. Dann geht es auf, so dass jede Kiste gleich viele Bälle hat, also jede Kiste nachher vier Bälle. Und es würde auch aufgehen, wenn wir pro Kiste 9 Bälle haben, dann haben wir halt weniger Kisten, ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und genauso geht es auch auf, wenn wir 14 Bälle pro Kiste haben. 14, ja. Also die Kisten sind jeweils gleich gross. Nicht das ist die Herausforderung. Ja, die Herausforderung ist etwas anderes. Ich zeige euch gerade was. 14, wie können wir das aufteilen? 7 oder 4? 2, 3, 4, dann 3 Stück. Nochmal 4 Stück. Und nochmal 3 Stück, ja. Da haben wir 14 drin. Also es geht auf mit 4, 9 oder eben 14 Stück. Ja, jetzt kann es einfach das als Beispiel. Es muss jetzt nicht stimmen, die Zahlen stimmen nicht, ja. Wir sagen jetzt, ja, da haben wir in dem Fall 10 Kisten mit 4 Bällen. Da, davon hätten wir dann nur vielleicht 4 Kisten und dann nur 2 Kisten, ja. Und es geht auf. Die Frage ist jetzt, wie viele Bälle sind das also insgesamt, damit die Zahlen da nicht genau aufgehen. Wir haben noch eine weitere Bedingung, und zwar haben wir weniger als 1100 Bälle. Weniger, das heisst kleiner als 1100. Und jetzt sollen alle Möglichkeiten angegeben werden. Und wie machen wir das? Da muss ich kurz überlegen, wie man sowas löst. Und das ist übrigens Aufgabe 5a. Ja. Also es gibt noch ein B dazu. Neun und 14 sind hier drin. Ich schreibe es hier rein, damit ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, dass wir irgendwie vier Kisten haben, viermal Kisten rechnen müssen. Denn das müssen wir nicht. Wir können mal die drei Zahlen aufschreiben. Dann haben wir 4, 9 und 14. Ja? Also wenn wir jetzt 4 mal 9 mal 14 würden rechnen, dann würde das aufgehen. Aber dann ist die Frage, ja, ist das nicht mehr als 1100? Ja? 4 mal 9 mal 14, das ist 504. Das heisst, das ist eine gemeinsame Zahl. Ja? 504. Wenn wir da, ich zeige es euch gerade, wenn wir da sagen, ja, jetzt haben wir hier die Kiste da oben, 9 mal 14, und die Kiste da, 9 mal 14, Kisten, bedeutet 9 mal 14 bedeutet 126 Kisten an 4 Bällen. Das gibt 504 Bälle. Jetzt muss ich schauen. Genau, das ist gut. Dann die zweite Kiste haben wir 4 mal 9 Kisten. 18, 36 Kisten. 36 mal. Mal 9 Bälle. Nochmal. 9, 4 mal 9. 4 mal 9 gibt 36. 36 mal 9 Bälle. Das ist falsch. Und zwar
Noch eins, also 9 mal, was haben wir gesagt, oben 9 mal 14. Das ist gleich 126 und dann rechnen wir 126 mal 4. Gibt das 504. Dann haben wir da nicht 4 mal 9, sondern 4 mal 14. Vier mal 14, das ist 56. Mal 9, das gibt 504. Und schlussendlich haben wir hier noch 4 mal 9, das ist 36. 36 mal 14, gibt auch 504. Gut, also das ist eine Konstellation da. Also wenn wir 504 Bälle haben, also die Bedingung ist 504 Bälle, das ist eine Lösung. Also gut, 504, oder da, ich schreibe da Lösungen auf. 504 ist sicher eine Lösung. Und nachher am Schluss müssen wir dann halt noch die Größe, den Wert hinschreiben. Also ich finde es richtig, dass man das noch die Größe hinschreibt, aber ich schreibe jetzt einfach mal den Wert so hin, wie ich gerade auf Lösungen komme. ...504 ist sicher eine Lösung, ja, das stimmt also, anscheinend. Warum? Wenn wir 504 Bälle haben, dann können wir entweder 126 Kisten nehmen, in denen wir jeweils 4 Bälle drin tun. Ja. Oder wir nehmen 56 Kisten und setzen pro Kiste jeweils 9 Bälle drin. Oder wir nehmen 36 Kisten und setzen pro Kiste 14 Bälle drin. Ja, also dann haben wirklich jede Kiste, alle 36 Kisten haben dann 14 Bälle drin. Jetzt, welche Lösungen kommen da schon in Frage? Wir sehen hier oben, das sind... Ich schreibe die Zahlen da vorne hin. 126, 56 und 36. Wir sehen, das sind gerade Zahlen. Das heisst, wir können alle geteilt durch 2 rechnen. Dann haben wir hier unten 36 durch 2 gibt 18. Rechnen wir 18 mal 14 aus und wir rechnen 25, die Hälfte von 56 ist 25, 28 und oben dran 126, die Hälfte ist 63. Was gibt 63 mal 4? 4 mal 63 gibt 252. Was gibt 56 mal 28? Das Nein, 28 mal 9, Achtung, 28 mal 9, das gibt 252. Und 18 mal 14 gibt auch 252. Also ist das auch eine Lösung? Heisst also, wir können 63 Kisten nehmen mit 4 Bällen, wir können 28 Kisten nehmen mit 9 Bällen und 18 Kisten mit 14 Bällen. Das ist also auch eine Lösung. Und dann können wir das nochmal halbieren. 63 können wir nicht halbieren. Da gibt es keine ganze Kiste, halbe Kiste. Also ist das kein Lösungsansatz. Wir können das Doppelte nehmen von 126, also mal 2 rechnen. Ich nehme noch die Lösungswerte noch irgendwo mit. Die behalten wir noch. Sieht gut aus. Dann haben wir hier 63, 28 und 18. Gut, also wenn wir jetzt das Doppelte jeweils nehmen, ja, so wie wir es halbiert haben, dann haben wir auch das Doppelte. Dann haben wir hier 240, 252. Und von 56 das Doppelte ist 112 und von 36 das ist 60, 72.
Da haben wir 252 mal 4. Das ist 1008. Das ist weniger als 1100. Und damit wird unsere Bedingung erfüllt. Dann haben wir 112 mal 9. Das sind 990. Plus 18, 1008. Und 72 mal 14. 10 mal 72 gibt 720. Plus 4 mal 72. Wir rechnen es auch mit dem Taschenrechner. 1008. Also auch das stimmt. Das heisst, wir können hier schreiben 1008. Ja, also wenn wir 1008 Bälle haben, dann können wir entweder 4 Bälle in 252 Kisten jeweils verteilen. Also pro Kiste je 4 Bälle. Wenn wir 1008 Bälle haben, dann können wir 112 Kisten mit je 9 Bälle füllen. Oder 72 Kisten mit je 14 Bälle. Darum ist das auch eine Lösung. Was können wir sonst noch da grad für eine Lösung nehmen? Ich nehme die Zahlenwerte gerade mit und schreibe da unten an, wie viele Bälle das jeweils verteilt worden sind. 504, 252, 1008. Eine weitere Möglichkeit ist, also wenn es mit 504 Bällen stimmt und 252 Bällen stimmt, dann stimmt es auch mit der Summe davon. Was ist das also? 756 müsste das sein. 756 prüfen wir gerade, wie wir auf die Zahl kommen. Wir können schon sonst mal 756 geteilt durch 4 rechnen. Das gibt 189. Wie kommen wir sonst auf die Zahl? Indem wir eben 126 plus 63 zusammenrechnen. Dann kommen wir auf 189. Und dann hier 56 plus 28, das ist 70. 84. Stimmt das? Wir können rechnen, 84 mal 9, 756, das sieht gut aus, dann haben wir noch 40, 54. 54 mal 14, das geht auch 756 und damit haben wir noch die vierte Lösung. Also mit 756 Bälle ist das also auch möglich. Gibt es noch weitere Lösungen? Vielleicht, aber ich sehe die gerade nicht. Da kann man das noch anordnen, und zwar nach der Grösse nach, da haben wir hier 252, 504, 756, 1008. Eigentlich müssen wir das, oder kann man das folgendermaßen, also kann man das noch folgendermaßen lösen. Anstatt dass man also 4 mal 9 mal 14 rechnet. Ja, 4 mal 9 mal 14 und das auf die Zahl 504 kommt und nachher abrechnet. Ja, 504 geht halt durch 4, geht halt durch 9 und durch 14. Also wir haben gesehen, 126 ist nichts anderes als 9 mal 14. 56 ist 4 mal 14 gesehen. Während 36 4 mal 9 gesehen. Ja, immer die anderen zwei Werte jeweils. Ja. Alternativ kann man Zahlen so aufschreiben. 4 gleich 2 mal 2, 9 gleich 3 mal 3. 14 gleich 2 mal 7. Und dann sich überlegen, ja, welche Zahl fehlt jeweils, damit wir überall die gleichen Werte haben. Oben drauf fehlt sicher 2 mal 3. Und dann 1 ist 7. Dann fehlt hier unten 2 mal 2. Und 1 ist 7. Und ganz unten fehlt 1 ist 2 und 2 mal 3. Ja, das ist dann nicht mehr gleich. Was ich jetzt gemacht habe, das ist nicht mehr gleich. Ich habe jetzt die Zahlen verändert. Ich habe sie jeweils erweitert. Ich schreibe es jetzt dahinter nochmal auf. 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 7. 3 mal 3 mal 2 mal 2 mal 7.
Das ist wie beim Gleichnennung machen. Ja? Man schaut, wie machen wir die Zahlen gleich. Und dann erhaltet ihr das 2 mal 2, das ist 4 mal 3 mal 3 mal 7, 252. Und das ist dann sozusagen die kleinste gemeinsame Zahl, die wir hier finden. Und dann starten wir mit 252 und verdoppelt es nachher auf 126, 56 und 36 oder halt auf 504. Wir nehmen dann eines von diesen zwei Summen und einmal verdoppeln wir noch 504. Oder anders ausgedrückt, wir nehmen 252, eines rechnen wir es mal 2, dann rechnen wir 252 mal 3, dann kommen wir auf 756 und eines mal 4, dann kommen wir auf 1008. Gut.